Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ein Valentinstag-Angebot. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Dieses Angebot beinhaltet eine Liebeslegung und dazu einen astrologischen Partnervergleich. Mein Honorar beträgt 14 Euro. Liebe Essayire da, ich grüße dich. Ich starte mit den Karten und dann übergehe ich auf den astrologischen Teil. In die linke Seite sind deine Karten und gegenüber im rechten Seite sind seine Karten. Hier in die Mitte diese drei Karten beschreiben dein Gegenwart. In die Mitte erscheint das Herz. Du liebst diesen Mann. Und ich bin sicher, er liebt dich auch. Aber das Buch zeigt noch die Geheimnisse. Ihr könnt nicht offen über diese Gefühle sprechen oder das offen zeigen. Obwohl die Bedürfnis nach Kommunikation ist da, das zeigen die Vögel. Die Vögel symbolisieren nämlich Gespräche. Kann auch sein, dass er vorhat, mit dir zu reden über die Gefühle, aber für dich ist es noch ein Geheimnis, so wie dieser Buch das darstellt. Und jetzt schauen wir an sein Gegenwart. In die Mitte sehen wir diesen Ring und es bedeutet seine Ehe. Und welche Bilder stehen links und rechts? Also erstmal die Fuchs, eine falsche Entscheidung oder Falschheit, Lügen, Intrigen in sein Privatleben. Und dieser Turm an anderer Seite bedeutet, er fühlt sich in diesem Partnerschaft wie gefangen. Und jetzt schauen wir an, worüber sollst du Gedanken machen? Weil das kommt in die nächste Zeit auf dich zu. Die erste Karte oben links, dieses Schiff bedeutet Ausland, Auslandskontakte oder eine Reise. Das kann auch eine innere Reise auch sein. Dieses Schiff symbolisiert noch die Hoffnung. Und die nächste Karte, die Störche, zeigen diese Veränderung. Entweder machst du diese Reise oder er besucht dich. Es ändert sich etwas in euren Schicksalsweg. Nicht nur in die Liebe Partnerschaft, sondern die dritte Karte, diese Anker, zeigt auch beruflichen Veränderung an. Obwohl diese Anker bedeutet, auch angekommen zu sein, verankert zu sein. Jetzt schauen wir an, worüber sollte er Gedanken machen, weil genau das kommt auf ihn zu in die nächste Zeit. Die erste Karte oben rechts, die Sonne bedeutet klar und deutlich sehen. Er wird diese Falschheit, diese Fuchs, was unterhalb von dieser Sonne liegt, erkennen. Außerdem ersetzt etwas in Bewegung, zeigt dieser Reiter. Und er möchte diese Reise, er möchte dich sehen. Und diese Nachricht ist zum Erwarten, zeigt dieses Brief. Jetzt schauen wir an deine Geheimnisse. Entweder etwas, was noch im Geheimen liegt, oder du sollst da schweigen, weil das soll dein Geheimnis bleiben. Kann auch bedeuten, dass etwas später kommt, was noch nicht sichtbar ist. Also ist noch ein großes Geheimnis. Die erste Karte, dieser Blumenstrauß, zeigt deine Schönheit. Vielleicht ist für dich ein Geheimnis, aber ich kann dieses Geheimnis lüften,
Er findet dich attraktiv, er findet dich schön. Neben diesem Blumenstrauß sind die Fischen. Und diese Karte hat mehreren Bedeutungen. Erstens die Finanzen. Und im Zusammenhang mit diesem Blumenstrauß kann ein Geschenk sein oder Gewinn. Die Fischen symbolisieren aber auch die inneren Werte. Du bist ihm wertvoll. Ihr seid auch seelisch verbunden. Und die Blumenstrauß, du hast eine schöne Seele. Kann auch bedeuten, dass du spirituell bist und arbeitest kreativ und so kannst du Geld verdienen. Dieser Blumenstrauß bedeutet auch eine angenehme Überraschung oder ein Geschenk oder eine Einladung. Und dadurch ändert sich etwas in dein Schicksal. Das zeigt diese Kreuz. Euren Schicksalswegen haben sich gekreuzt. Und bedeutet auch karmischen Themen. Und jetzt schauen wir an seine Geheimnisse. Entweder was er in Verborgenen hält oder er will das gar nicht anschauen, kann auch bedeuten, das kommt noch später und er sieht das noch nicht. Also ist auch ein Geheimnis. Dieser Baum symbolisiert seinen Wunsch, angekommen zu sein, seinen Platz finden im Leben, verwurzelt zu sein. Dieser Baum symbolisiert auch Gesundheitsthemen und neben diesem Baum ist der Bär und symbolisiert seine Kraft. Und er fühlt sich momentan kraftlos. Das sagt er aber nicht, das bleibt sein Geheimnis. Und er steht bei dieser Kreuzung und trifft wichtige Entscheidungen, stellt die Fragen, wie geht es weiter, geradeaus, links, rechts oder zurück. Und diese Entscheidung wird er dieses Jahr treffen. Das kann September sein, weil der Baum symbolisiert Monat September. Und wenn das so ist, dann sucht eine neue Richtung oder einen Ausweg, vielleicht einen gemeinsamen Lebensweg, liegt aber noch im Verborgenen. Und jetzt schauen wir an, was verbindet euch? Was euch verbindet, das ist das Glück, dieses Liebesglück. Das, was diese Glücksklee vermittelt. Und jetzt schauen wir an, was verbindet euch astrologisch? Sonne symbolisiert das Selbst, die Selbstdarstellung. Bei euch beiden befindet sich nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Skorpion. Skorpion gehört zum Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle, auch die Intimität. Und da seid ihr im Einklang. Die absteigende Mondknoten Ketu ist ein karmischer Knoten und zeigt die Vergangenheit. Ab September letztes Jahres bis März nächstes Jahres bewegt sich Ketu hier im Skorpion und aktiviert bei euch karmischen Themen. Und jetzt schauen wir an die Mondposition. Du bist in ein Neumondtag geboren. Und das heißt, nicht nur deine Sonne ist in Tierkreiszeichen Skorpion, sondern auch dein Mond. Die beiden Lichter haben sich getroffen. Also diese Ketu-Bewegung wirkt nicht nur auf deine Sonnenenergie, sondern auch auf deinen Mond, was deinen Gefühlen symbolisiert. Er ist kurz vor Vollmond geboren. Sein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Widder.
hat einen Einfluss auf seine Gefühle. Er ist sehr spontan, temperamentvoll. Man spürt diese Feuerenergie. Und jetzt schauen wir an die Venus-Einfluss. Venus bedeutet Schönheit, Kreativität, Harmonie, ist eine weibliche Energie und zeigt uns Frauen. In dein Geburtshoroskop befindet sich Venus im Schütze und es ist Feuerelement. Du hast auch diesen feurigen Temperament. Außerdem Schütze steht in Verbindung zum Ausland, Auslandskontakte und das ist ein Hinweis, Liebe im Ausland. In sein Geburtshoroskop befindet sich Venus in Skorpion. Das zeigt seinen Geschmack, aber auch, wie er die Liebe vorstellt oder welche Eigenschaft diese Frau haben soll. Und bei Skorpion handelt es sich um die erotische Seite der Frau. Er liebt es, außerdem lebt auch sehr intensiv die Gefühle, weil die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement, also handelt es sich um Gefühle. Und wie ich schon sagte, bis März 2022 bewegt sich die absteigende Mondknoten, diese karmischen Knoten im Skorpion. Und das wirkt auch auf die Liebe. Und jetzt übergehen wir auf die Mars-Energie. Mars bedeutet unsere Kraft und das haben wir Frauen auch. Aber es ist eine männliche Energie, bedeutet auch unserem Partner, unserem Seelenpartner. In dein Geburtshoroskop befindet sich Mars im Waage. Es fehlt dir nicht einfach, dich zu behaupten oder dich zu wehren. Dafür liebst du sehr die Harmonie. Mars im Waage bedeutet auch ein schöner Mann oder dass dieser Mann künstlerisch begabt ist, sehr kreativ. In diesem Bereich hast du aber Rahu, die aufsteigende Mondknoten. Und das ist eine neue Richtung, was du noch nicht kennst. Deine Seele braucht das aber. Und das erlebst du in Liebepartnerschaft, weil Waage ist ein Symbolbild dafür. Sein Mars, was seine Männlichkeit betrifft, befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und das bedeutet Liebe im Ausland. Und dein Venus ist auch im Schütze. Hier trifft euch beiden. Als Mann und Frau. Außerdem, die Tierkreiszeichen Waage ist Luftelement und die Tierkreiszeichen Schütze ist Feuerelement. Und Luft und Feuer sind befreundet. Das harmonisiert auch sehr gut. Aber noch zurück zu dem Venus-Energie. Wie ich schon sagte, dein Venus ist im Schütze, sein Venus ist im Skorpion und er liebt leidenschaftliche Frauen. Die beiden Tierkreiszeichen sind benachbarte Tierkreiszeichen und so fühlt sich das an in die Liebe sehr nah und vertraut, so wie bei guter Nachbarschaft auch. Liebe Essayere da, so könnte ich dieses Valentinstag-Angebot erklären. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure
Dendera Susanna Medici.